Recht herzlich willkommen zur 55. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte mir ganz viel geschrieben. Guck mal gerade, das ist ein bisschen laut. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Der hatte mir geschrieben, okay, Flip nach dem Start ist natürlich ärgerlich, ist klar. Und er hatte mir gesagt, ich sollte noch etwas reinbauen, und zwar das Care. Ich soll beim nächsten Mal dann halt nicht so stark einlenken. Und dann wird das schon werden, ne? Ist hier das Care? Nein. MechLab, MechJab. Das Care, wo finde ich das Care? Hier? Utility? Ne, was ist das denn hier eigentlich? Ach, Fotopanel. Radialpanel. Okay, das ist was anderes. Science muss es dann sein, oder? Kerbal Engineering. War es das? Ja, ne? Was gibt's denn hier sonst noch so? Hast du noch was mehr? Das ist noch eine Antenne, ne? Oder? Ja, und das ist das Care. Aber wir müssen erstmal hier eine Rakete laden, ne? Die hieß Dralos Escape. Genau, die war das. Und das ist es. Geht das da dran? Ne? Ich muss mal gerade ranzoomen. Ja, geht wohl dran, ne? Das war das doch, oder? Sonst gibt es ja kein Kerbal Engineer System. Ist das das Care? Ja, ne. Achso, und die soll ich auch noch dran machen. Per Sequenz. Vier Stück hat er, glaube ich, geschrieben. Vier? Hm, vier ist doof. Vier gehen nicht dran. Oder hier vier. Ja, ich habe nur zwei ausgewählt, sehe ich gerade. Aha. Sobald ich da welche dran setze, dann sagt er, gehen nur zwei, ne? Okay. Machen wir mal so. Ich glaube, die kommen da hin. Passt schon, ne? Ja, wird schon klappen. Jetzt sieht das mir so aus, als ob die gar nicht passend zur Rakete sind. Hä? Vertue ich mich oder ist es wirklich so? Eigentlich müsste es genau dazwischen sein, oder? Tatsächlich, glaube ich, so. Die sind nicht passend. Das ist nicht symmetrisch. Ja, jetzt haben wir ein Ding gemacht, ne? Vergiss es mal. Wir laden das Ding nochmal neu. Don't save. Die nochmal load. So. Zwei haben wir ausgewählt, passt. Und sind definitiv nicht symmetrisch da dran dann. Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. Gut, lassen wir so. Da oben muss noch das. Wo hatten wir das eben? Hier sitzen, glaube ich, ne? Aber hier ganz unten dran, fertig und gut ist. Hatten wir noch irgendwas? Batterien haben wir den Ring gehabt, glaube ich, ne? Ja, da ist er. Unter dem Gehäuse hätte ich jetzt beinahe gesagt. Den müssen wir irgendwie testen oder was sogar. Gut. Das war es aber auch schon. Okay, dann würde ich erstmal sagen, speichern wir das Teil. Ja, save. Das haben wir.
Gut, und dann sollen wir noch was machen. Und zwar sollen wir... irgendwo kann ich jetzt hier was machen. Klick Mittelmaus to show more infos. Achso, Coast. Alles klar. Ich soll irgendwo Einstellungen machen. Und zwar... ich sollte... jetzt muss ich ja suchen. Im Text, einen Moment. Der Dralo hat mir so viel geschrieben, dass ich nicht mehr genau weiß, wo es war. Sorry, dass es sich jetzt gerade verzögert. Jetzt habe ich es gefunden. So, jetzt nochmal. Also, da, ich habe das gespeichert, ne? Genau. Ich soll dann jetzt eine neue machen. Machen wir eine neue. Neue oder so. Und zwar soll ich jetzt eine Kapselplatine dran. Eine Kapsel und da eine Platine dran machen. Eine reicht. Eine reicht. Gut, habe ich gemacht. Nun im Care Center auf. Care Center. Fenster auf Settings klicken. Wo ist denn das Care-Fenster hier? Ja. Ach, da unten. Okay. Wir müssen das erst aufmachen. Settings. Kompakt? Nee, nicht kompakt. Settings sind da. Und dann. Kompakt klicken, habe ich gemacht. Und dann unter Punkt Flight Engineers. Wo ist das? Kompakt? Ja, das war's nicht. Settings? Ah, ja, Settings haben wir jetzt angemacht. Okay. Und dann finde ich es jetzt nicht so schnell. Activate Mode. Ah, da. Carrier Partless. Partless soll ich stellen. Settings wieder schließen. Mache ich dann. Nun diese Kapsel launchen. Warte mal. Launchen ist hier. Machen wir. Jetzt launchen wir die. So, haben wir. Jetzt auf Care klicken. Und dann ist da ein... rechts neben dem HUD1 ist ein... ist das hier das HUD1? Ich denke, ja. Ein Edit-Button da. Habe ich gemacht. Kategorie Orbital. Wo finde ich das? Habe ich. Ist das hier wohl. Delta V Stages. Delta V Stages. Habe ich jetzt nicht gefunden. Habe ich jetzt was vertan hier? Nein, ne? Das passt schon hier. Nein. Habe ich was übersehen? Time to Angel Speed. Delta. Delta V. Hier ist was mit Delta V. Da haben wir was mit Delta V.
weitere Optionen angeben. Suche und LTV Stages und Trust to White Dots und klick bei beiden auf Install. Ja, da gibt's ja mehr. Das ist jetzt für mich etwas Speed at Post. Time to Atmosphere. Ich weiß jetzt nicht, was ich da installieren soll, weil es ja mehrere Möglichkeiten gibt hier. Pro Grade, Normal, Radial, Total. Das weiß ich jetzt. Angel to True Grade. Ne, das brauchen wir nicht. Eins von diesen vieren soll es bestimmt sein. Und ich mach mal installiere das. Und dann war das andere, warte mal, das ist hier unten, ja, da kann ich es auch wieder removen. Jetzt sehe ich nicht, wo das hinkommt, wüsste ich gerne. Keine Ahnung. Das wird mir der Dralo nächstes Mal noch erklären müssen. Und das zweite war... Trust to White Ratio. Trust to... Time to Atmosphere Speed. Trust. Try out. Ist irgendwie nicht dabei. Kommt bestimmt gleich, würde ich hoffen. Ne, wir wieder übersehen. Super. Trust to write ratio. Time to. Ja, time. Time. Wäre schön, wenn man hier so einen kleinen Pfeil hätte, ne? Kann ich das auch. Ne, kann ich nicht mit den Pfeiltasten bedienen. Schade. Orbital Speed, Orbital Speed, Orbital Period. AN. True Anomaly, Mean Anomaly. Eccentric Error. Angel to. I don't know to time. Nee. Finde ich nicht. Keine Ahnung. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Surface. Gibt es das woanders vielleicht drunter? Aha. Trust to White. Was denn das? Ist es dabei? Vector Trust Timelines. Nee. Terminal. Nee. Rendezvous. Ist es eigentlich nicht. Vessel. Trust. Trust to write ratio, da. Achso, da müssen wir was machen, okay. Haben wir. Vielleicht ist das andere auch noch hier. Delta V staged. Delta V staged. Guck mal, da ist es. Ist also gar nicht hier drunter, wie er geschrieben hatte. Kategorie Orbital auswählen. Kategorie Orbital war das nämlich nicht. Das heißt, das kann erstmal wieder removed werden, weil ich sollte nur die zwei haben und die haben wir jetzt. Close Editor. Gut, ist dabei. Time to end. Ja. So, okay.
das ist das, dann wird aber nicht angezeigt, oder doch? Nö. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ist das dann da drunter? Delta V. Okay. War das alles? Ich glaube, das war alles, oder? Aus die Platte anmachen und dann Apo Perl. Ja, weiß ich auch nicht. Wird der Ralomir bitte nochmal beschreiben müssen? Ja, da sind die Fenster hier unten runter dann, ne? Die da aufgehen. Heat brauchen wir nicht. Trust. Delta ist 0. Naja, okay. Ist geklärt. Können wir jetzt, glaube ich, dann bergen, oder? Ja. Ich hoffe, das ist richtig, was ich gemacht habe, aber ich weiß es nicht. Gerät bergen wir und ist gut. Dann nehmen wir jetzt die Rakete und gucken zu, dass wir die noch gerade in den Orbit kriegen. Ja, haben wir alles gekriegt, ist klar. Können wir eigentlich hier aussuchen. Die sollte ja... Escape, wo ist Dralo Escape? Bitteschön, die oberste. Wir brauchen da einen... Ne, wir brauchen da keinen, das ist ja keine Kapsel oben drauf. Ja, die können wir dann starten. Launchpad. Gehen wir da mal hin. Jetzt weiß ich nicht, ob die Sonne aufgeht oder untergeht. Dralo sagte, ich sollte morgens starten. Gibt es hier irgendwo eine Ortszeit? Weiß ich auch nicht. Ist aber jetzt auch nicht für mich so spielentscheidend eigentlich. Wir geben mal... Achso, haben wir das Gewicht geändert? Nein, haben wir nicht wahrscheinlich. Den Vortrieb sollten wir auch noch ändern. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. Gefährt bergen, hat keinen Sinn. Dauert länger. Passiert halt. Wir müssen noch den TWR verändern. Machen wir da mal rein. Trust. Soll ich auf 1,5 oder 1,49 machen? 1,5 habe ich jetzt. Das speichern wir nochmal. Jetzt muss ich nochmal gerade reingucken, ne? Das Ding ist nur dran, ne? Das Care, ja. Gut. Gut, und dann gehen wir damit auf ein Loungebett. Und dann geht's los. Vollgas und auf geht's. Kurz einmal hier noch rein. Dies. Die trennen. Die beiden an. Alles gut. Vollstoff. SAS an. Und gut, S3. 2, 1, go. Gut. Jetzt müssen wir ein bisschen weniger rumfummeln. Gut. Map hätten wir schon vorher einstellen können, ne? Haben wir nicht gemacht. Auch nicht so schlimm. Kriegen wir auch noch ein. So, da sind wir bei 5000.
Schwenken wir noch ein bisschen ein. Dann wird das auch besser. 10.000. So, jetzt kommt der Luftwiderstand hier, den man da sieht. Also muss man ein bisschen vorsichtig, glaube ich, sein. 18.000. Vielleicht können wir die beiden Tanks wegschmeißen. Die sind weg. Nochmal eine kleine Kurskorrektur. Das sind wir bei 33.000. Und das wird gut. Ja. Macht sich gut, oder? Diesmal klappt es besser. Ich habe es nicht so früh gemacht. Oh, ich glaube, wir sollten jetzt was anders machen. So, oh, der Orbit ist viel zu groß geworden. Gut, aber ist jetzt nicht schlimm. Kriegen wir schon noch hin, ne? Was passiert jetzt? Der wird jetzt gerade nicht größer. Ah, wohl leer. So, jetzt geht's weiter. War schon gerade komisch, ne? So, den werden wir jetzt ein bisschen groß ziehen, aber das ist jetzt auch halb so wild, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich mache jetzt einfach nur den Orbit erstmal. Wo ich jetzt... Ne, wir fliegen erstmal da in die Nähe und machen dann weiter. Das bringt ja jetzt nichts. Das wird immer größer, oder? Ab hier. Und dann... Warten wir da weiter. Kurz einmal wieder ins Lot bringen. Und beschleunigen. So, jetzt wird er auch größer. Kriegen wir schon noch hin. Dingens ist noch genug da. Treibstoff hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? So, 118. Und da kommt der... kommt die Periapsis gleich. Sollte jetzt erscheinen. Da ist er. Gut. Gut, wir haben jetzt hier 109 und dort 126. Gut. Wir haben Orbit geschafft, der jetzt nicht gerade ideal rund ist. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel der sein musste. Ich meine... Was hat der Drado gesagt? Gute Frage, ne? Ich meine, er hatte irgendwie gesagt, nicht über 120 oder sowas, aber okay. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.